Habt ihr auch Kabel dafür? Ich weiß nicht. Das sieht ja komisch aus. Was ist da denn drin? Hm? Nee, das ist hier irgendwie. Irgendwas ist da drin, irgendwie. Keine Ahnung, Creme oder so. Ganz komisch. Oh shit. Komplett auseinandergefallen, die Scheiße. Chef, was kostet die hier? Ich sehe sie schon sofort. Sie sind ganz schön. Okay. Ja. Okay. Alles klar. Wie viel gibst du? Ein Zehner höchstens. Gib mir 50. Nee, danke. Gib mir. Doch 10 oder was? Na ja, komm, ich fähr mit. Jetzt habe ich es ja gesagt. Danke. Eieiei. Gut, danke dir, ne? Ja, seht mal hier. Fällt alles raus. So. Freunde, sehr, sehr cool, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist auf jeden Fall wichtig, denn diese Folge hat wieder ein paar richtig geile Funde parat. Ihr habt es gerade schon gesehen, ganz zu Anfang gab es eine Nintendo Wii mal wieder. Habe ich vor kurzer Zeit, noch gar nicht so lange her, auch schon gefunden. Und zwar für 10 Euro wieder mal. Also ja, für 10 Euro. Ihr habt eigentlich gemerkt, so richtig wollte ich die dann gar nicht haben. Er hat ja erst ein 20 gesagt. Ich sagte dann so, ein 10er, wisst ihr, so damit ich aus dem Gespräch rauskomme eigentlich. Da meinte er 15. Ich sagte dann schon, nee, alles gut, und wollte dann eigentlich weiter. Ja, dann hat er mich doch zurückgerufen und hat gesagt, komm, nimm mit für einen 10er. Ja, da kannst du ja natürlich nicht zurückziehen und sagen, nee, mache ich doch nicht. Wäre dann nicht so cool gewesen. Also habe ich die jetzt für einen 10er mitgenommen. Wir gucken, was dabei ist. Einmal Netzteil natürlich. Dann haben wir hier die Sensorleiste. Die ist ja auch immer mit am Start. Die sollte auf jeden Fall nicht fehlen. Alternativ kannst du tatsächlich 2 Teelichter benutzen. Könnt ihr mir glauben oder nicht. Fernsehkabel fehlt leider. Dann haben wir mit dabei 2 weiße Nunchucks. Die sind original. Und dann sind an den Nunchucks noch dran 2 Remotes. Leider die ganz normalen Remotes. Also nicht irgendwie die Motion Plus Dinger oder so, sondern die ganz normalen halt. Ne? Ist immer blöd, weiße Sachen in die Kamera zu halten. Das blendet wie Sau. Funktionieren auch beide. Ich habe beide Batterien mal eingelegt. Und dann natürlich ist dabei die Konsole selbst. Auch die wird wieder jetzt super schwierig zu zeigen, weil es viel zu hell ist. Aber die hat auch so ein paar Kratzerchen überall. Macht man mal sauber und dann sollte das wieder in Ordnung sein. Die Bedendeckel sind auch da. Ja, hier sieht er ja, für GameCube-Anschlüsse alles in Ordnung. Und es ist sogar eine Speicherkarte drin von 2 GB. Ich nehme an, da wird irgendwie Homebrew-Software installiert sein. Warum sollte man sonst da eine 2 GB Karte reinpacken? Und eine CD war auch noch drin, hat wahrscheinlich jemand vergessen rauszunehmen. Und zwar für die Wii, das Spiel Anno, nichts Besonderes. Ja, wie gesagt, für einen 10er, denke ich, ist das ein ganz guter Einstiegsstil für ja, dieses coole Video. Da hast du aber schon wieder nichts Neues, oder? Doch. Was denn? Guck mal in der Kiste. Den Quark. Judenzangen. Oh, Fantasy ist da neu, oder hier? Boah, ist ja alles nass. Für einen Euro. Aber richtig nass. Schön hier. Ja, richtig geil. Schöne Pokémon. Auch richtig ist die dann die Hand. Oh, ist ja alles platschnass, richtig. Was ist da denn passiert? Stand das im Regen aus? Das ist Opel mal raus, das Ding. Control, okay. Control ist ein Spiel. Da gibt's auch die 5. Ist alles nass? Ist nass geworden, ja. Von gestern oder was? Von gestern. Ah, scheiße. Was willst du hier für eins haben? Den wollte ich 10er, 20 und das hast du. What? Und das hier? Diese kostet 25. Cool. Nimmst du für ein Switch-Spiel? Oh, ist aber viel. Ja, aber wirklich viel. Die ja, auch 40 hier, oder was? Ja. Die sind für gibt's ja neu hier. Schon für die sind 30, alle bei mir. Wird auch ja, 40? Ja. Sind 35. Ah, das kostet neu nicht mal 30. Für die beiden kannst du ein Angebot machen. Die sind halt nass, komplett nass. Mach ich dir 40. Ach, nee. Okay. Nee, ist ja Genesis auch. Ach so, ja, stimmt. Hab ich gesehen. Ja, nee. Okay, aber danke dir trotzdem, ja. Danke.
Adventskalender, ach so. Die Pistache ist auch Lego. Ja, aber alles schon offen gegeben. Ja. Da ist Lego Star Wars. Auch Adventskalender. Ach so, Adventskalender. Bei dem wissen wir halt auch nicht, ob der offen war hier. Obwohl, doch hier. Hier kommen ja schon die Teile raus. Ja, ja. Was kostet denn hier sowas, Chef? 10 Euro. Okay, aber du weißt, ob die komplett sind, weißt du nicht, ne? Okay. Joker? Zeig mal so Joker. Das ist ja hässlich. Der ist von Batman Arkham. Hey, guck mal, hier ist was viel Besseres. Oh ja, toll. Dass du das nicht gesehen hast, ist ja peinlich. Das ist auch geil, wa? Ja. War jetzt auch nichts Deutsches hier, wa? Was ist das für eine Sprache? Hä, was ist da denn los? Das ist Junior Mario. Was kostet denn das hier, Chefbrot? 7. 7? Was habt ihr denn noch schönes, Chef? Was? Habt ihr noch mehr schöne Sachen hier? Kann man mal gucken, oder? Eieiei. Ja. Ei, ei. Was hast du gesagt? 7 Euro? Ja. Machst du 5er? 6. Ja, okay. Ist das ein Zauberhut hier? Ach so, von Harry Potter, was? Ja, ja. Ist das oder nicht? Das ist doch der Zauberhut. Nee, nee, nee. Ja? Ja, sieht jetzt nur so aus. Guck den mal. Ja, doch. Was kostet der hier? 5. Ja. Nochmal 4, also zusammen 10, dann behalte es. Okay? Alles klar. Ja. So Freunde, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Das war jetzt auf jeden Fall mal wieder ein richtig geiler Fund. Der Stand war richtig cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht, da zu buddeln. Auch Maro und Sapse waren mit am Start. Ferro war auch mit am Start dieses Wochenende. Hat richtig Spaß gemacht an diesem Stand. Da ist irgendwie auch jeder auf seine Kosten gekommen. Habe ich einmal gefunden, wie gesagt, bei diesem, ja, ich glaube, so Spielzeug-Retouren oder so. Das müssen alles Retouren sein. Das sah hier so aus. Überall war noch so ein Retouraufkleber drauf. Die Sachen waren alle schon geöffnet oder so. Habe ich gefunden, Monopoly Ghostbusters in der, ja, leider italienischen Version. Ist jetzt nicht weiter schlimm, dass es italienisch ist oder so. Man kann sich das sicherlich auch auf Deutsch übersetzen. Ich glaube, das Grundprinzip von Monopoly sollte ja jeder so ein bisschen kennen. Ist aber trotzdem sehr, sehr cool. Es ist sogar vollständig. Ich habe es komplett mal durchgezählt. Hier ist auch so ein geiler Ständer bei für die Karten, beziehungsweise die Karten kommen hier rauf und dann drückst du hier einmal drauf und dann geht das los mit der Musik. Richtig, richtig geil. Wie gesagt, komplett ist es auf jeden Fall. Hier sind die ganzen Spielfiguren bei, beziehungsweise die Hotels und Häuser. Das sind hier in dem Fall irgendwie so Geisterfallen oder sowas. Dann haben wir hier die Würfel bei, die Spielfiguren, die sind noch gar nicht ausgepackt, sind vollständig. Hier haufenweise Moneten mit am Start. Spielbrett ist natürlich hier drin, Anleitung. Und dann noch auch diese ganzen Karten hier sind auch alle mit am Start. Die sind auch noch alle eingepackt, da kann also auch nichts fehlen. Wie gesagt, ich habe das durchgezählt, da fehlt nichts. Es ist komplett das Einzige, was halt, ja, wo man halt einen Abstrich machen muss, dass es nicht auf Deutsch ist. Aber ansonsten finde ich, selbst wenn man es jetzt nicht irgendwie unbedingt direkt spielen muss oder mag oder so, kann man sich dann irgendwie doch geil hinstellen. Dafür sieht es auf jeden Fall, ja, müsst ihr selber mal zugeben, dafür sieht es auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Und es war ja noch nicht alles, was es an dem Stand gab. Dann gab es hier noch diesen, ja, freshen Harry Potter Hut. Und zwar der Hut, der dich dann, der dir nachher dich deinem Haus zuweist. Da hatte ich nicht ganz so viel Glück jetzt tatsächlich. Ich meine, der kam zwar nur 4 Euro, aber er funktioniert leider nicht so richtig, wie er soll, wenn man ihn einschaltet. Ihr hört's. Er fängt halt irgendwie immer wieder von vorne an mit demselben Satz. Keine Ahnung, ob da drin irgendwas hängt. Es ist auch gar nicht leider so leicht, dieses auseinanderzubauen. Frische Batterien habe ich auch probiert, ändert die Situation leider auch nicht. Ja, von mir aus musst du aber auch nicht die ganze Zeit quatschen, weil das auch einfach nur ein cooles Hingucker-Objekt ist, irgendwie, den man sich irgendwo hinstellen kann. Wie gesagt, das Monopoly-Spiel, 6 Euro, das Ding jetzt auch hier für 4 Euro obendrauf, also ein 10er insgesamt. Ja, komm, da kannst du wirklich nicht meckern, oder? Chef, kann ich mal gucken, ne? Kannst du gucken, guck mal, wo ist jetzt, bist du zu eng jetzt hier? Oh, das geht schon. Alles komplett. Ach, Karton hast du nicht, wa? Nee, Karton hab ich leider nicht. Der ist ein Freezer. Da ist noch eine derselbe Memory auch. Ja, ja. Was kostet das alles? 120. Was hier?
Da, da sind wir. Da ist noch diese. Nur alles zusammen oder auch einzeln? Nee, nur alles zusammen. Oh, da musst du aber ein bisschen besseren Preis machen. Aber würde ich für einen besseren Preis machen? Na, sag mal was. Ja? Sag mal was. Okay, wir fangen an. 110. 10? 110. Ach so, 110. Ich habe gedacht 10. 10 ist okay. Nee. Nee, machen wir gut ein Angebot. Ich habe schon ein Angebot bekommen. Was der denn? Kommt gleich. Was hat er dir geboten? 90. Ach, glaube ich dir nicht. Okay, wenn du mir nicht glaubst, hier, frag ihn. Er kommt gleich. Er hatte mir 80. Ich habe gesagt 90, er sagt, ich bin nicht. Ja, 80 hätte ich auch gut. Nee, ich auch 80, gesagt. Aber ich will nicht geben für 80. Ja. Ich habe die 80 schon, könnte ich 5 mal. Der geht heute für 100er. Hast du noch mehr weg? Er geht heute 100. Prozent für 100er weg. Er weiß auch 100 geben. Ich weiß, dass er mir 100 gibt. Ja, wenn er dir 100 gibt, dann mach doch 100. Ja. Aber 100 kriegst du von mir nicht. Das heißt, okay. Sein Zustand ist ja auch nicht so gut. Ach. Karton ist wichtig, aber hast du nicht, ne? Ich hab ihn. I. Okay. Gib mir 90, letzte Wort. Ich warte nicht auf ihn, wenn du willst. Wenn nicht, ich bin ja, egal. 80 war doch gut. Nee, danke. Ach, ich habe schon lange schon angeboten bekommen. Ja, weiß ich doch. Aber mach doch mal den 80. Nee, ich kann nicht. 85? Nein, danke. Auch nicht. 110 mit, Heidi. 110 mit. Nee, er hat doch schon 90 gesagt. 90 Schnitzer. Ja. 110 kannst du jetzt kaufen. Ja, jetzt kannst du es für 110 kaufen. Also ich habe den klassischen 2 auf. Ja, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Wie gesagt, mach 85, dann nehme ich das. 90. Nee, 85. Komm. Naja, er muss das sagen, ja oder nein? Ja, ja, wenn ich sage, ja. Ah, komm, ey. Kaffee trinken. Was für Kaffee? 85 nehmen. Kaffee ist immer dieselbe Ausrede bei dir. Na, sag der Bretscher. Wie kostet das, Schabas? Wie viel sind das, 40? Nee, sind 80. Ja, okay. So, 10, 20, 30, 40. Und 5 mal zurück. Oh, ich hab kein 5. Ja klar, sind 5 mal. Nee, ich hab 100. Ich hab auch gar nicht. Guck mal, ich hab nur 10. Geh mal, er kann wechseln. Mach mal Wechsel, zwei machen. Meine 10er, hallo. Alles klar, Chef. Danke dir, ja? Danke dir, ciao. So, und jetzt hier würde ich schon fast sagen, vielleicht schon mein Highlight des Tages, bin ich nicht ganz sicher. Ihr habt gesehen, ein N64. Mit ein paar Spielen, ich zeig's euch mal. Also wie gesagt, N64 ist hier mit dabei in einem wirklich guten Zustand. Guckt euch das mal an hier. Ist klar, ein bisschen Staub ist überall dran und ein bisschen Styroporkrümel. Das ist aber nicht so schlimm. Der Jumper Pack ist hier mit drin, sieht einfach frei aus. Dann haben wir natürlich mit dabei einen originalen Controller, Stromkabel, Fernsehkabel ist jetzt hier schon drin. Das habe ich schon vernünftig einsortiert. Ich hoffe, man sieht das hier. Das will ich jetzt nicht unbedingt nochmal rauspopeln. Zwei Spiele waren noch mit dabei. Einmal Harvest Buddy. Ja, ist jetzt nicht so der Ballermann. Und dann einmal Donkey Kong 64. Und bei Donkey Kong 64 auch immer ganz wichtig, muss ja dieses Expansion Pack dabei sein, sonst lässt sich das nicht so einfach spielen, ne, weil du hier für diese Speichererweiterung brauchst. Und bei dieser Speichererweiterung war auch noch hier unten dieser, dieser kleine, ja, dieses, ich weiß ja nicht, wie man den nennt, so dieser, um das hier rauszuholen. Auf jeden Fall, ich habe keine Ahnung, das Tool hier mit dabei, das sieht man glaube ich auch nicht so oft. Ja, und dann irgendwie noch ein ganzer Schwung mit Zettel mit dabei, hier so die Anleitung vom N64, nicht mehr so geiler Zustand, Expansion Pack Anleitung. Eine Clubkarte oder so ähnlich, aber leider nicht auf Deutsch, ich glaube Französisch oder so. Vielleicht wurde die ursprünglich mal in Frankreich gekauft, kann ich nicht sagen. Hier bei der siehst du die genauso. Nee, Madrid, Spanien ist es sogar. Tatsächlich. Also auch sehr, sehr witzig, dass so die Sachen einfach ja, von da hierher finden auf dem deutschen Flohmarkt. Wie gesagt, hier nochmal so ein Ding. Dann die Anleitung von Donkey Kong 64 ist hierbei einmal auf Deutsch und einmal so ein bisschen zerfetzt. Nee, Quatsch, einmal Holländisch oder ich glaube es ist Holländisch und noch eine Sprache und einmal auf Deutsch und, ach, keine Ahnung, auf jeden Fall zerfetzt und noch in einer anderen Sprache. Ihr seht es hier, ist ein bisschen auseinandergeflogen und dann halt noch dieses Beilegheft. Insgesamt bezahlt habe ich 85 Euro. Wie gesagt, Zustand ist top. Das sieht man, glaube ich, hier auch am Controller. Der ist wirklich gut. Auch hier so, er hat wirklich gar kein Spiel, also wirklich scheint wenig benutzt worden zu sein. 85 Euro klingt jetzt erstmal ein bisschen viel für eine Nintendo 64, aber wie gesagt, zwei Spiele mit dabei, unter anderem Donkey Kong 64, ne? Ist auch nicht super billig, dieses Spiel. Dann wisst ihr selber, was so ein Expansion Pack kostet. Auch dieser Öffner hier, witzigerweise ist der voll teuer, keine Ahnung.
Der ist ja auch nicht immer dabei gewesen, beziehungsweise so ein Ding verliert sich ja immer relativ schnell. Und dann darf man natürlich nicht außer Acht lassen, dass hier natürlich noch das Inlay mit dabei ist. Ein originales Inlay von der N64. Ich glaube, das findest du so einfach nicht mehr irgendwo rumliegen. Da ist wahrscheinlich die Chance größer, dass du den losen Karton findest. Wie gesagt, ich fand den Preis super gut. Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon hier von haltet. Ja, dann machen wir mal weiter. Wie gesagt, war ein schöner Fund. So, Freunde, passt kurz auf, die nächsten Clips sind im Livestream entstanden auf Twitch. Auch da würde ich mich freuen, wenn ihr mir da ein Follow mal da lasst. Das kostet wirklich nichts. Wir machen da Sonntag immer Live-Flohmarkt. Wir streamen abends nochmal. Unter der Woche gibt es auch immer noch Streams. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Wir beschäftigen uns wirklich viel mit Videogames und Flohmarkt und sowas. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Wie gesagt, kostet nichts. Haut mal ein Follow raus. Und wie gesagt, die nächsten Aufnahmen sind jetzt auch da entstanden. Schaut mal rein, was es da Schönes gab. Moin. Achso, die mit Batterie. Wo ist Stromkabel? Ibel, wir sind. Ich muss auch das nicht kennen. Hiervon hast du nicht mehr, oder? Hast du nur die hier noch? Nee, nur die. Oh, Bruch. Da ist noch nichts drin. Was kostet deine Switch da oben? 300. 300 für den Switch, Alter? Okay. Oh, da fehlt die Schiene. Ich habe auch noch nicht gefragt. Da waren gerade schon ein paar Leute, die waren heiß auf das Ding. Was kostet das denn? 4? Ich würde 2 geben. Ich glaube, ich schon kaputt an der Seite. Ja, hier fehlt die Schiene. 2? Ah, 3 ist mir zu viel, finde ich. Ah. So, die Frage ist, da noch ein Akku ist drin. 2, okay. Wenn wir nur 3 haben, naja, komm. Doch, aber muss jetzt mal Geld rauspopeln. Okay, 3, ja. Danke. An dem Stand gab es jetzt, habt ihr gesehen, eine Kleinigkeit für die Nintendo Switch. Nur ein ganz kleiner Joy-Con in blauer. Da fehlt allerdings hier an der Seite diese Leiste, die hier rauf gehört, ne, die auch die LED-Anzeige hat, um dir zu zeigen, welcher Controller das gerade ist. Also 1, 2, 3, 4 oder was. Ja, deswegen konnte ich ihn auch noch nicht ausprobieren. Ich muss mal sehen, wie die Leiste, ob die einfach zu besorgen ist oder ob die nicht so teuer ist. Akku scheint hier drin zu sein, der muss dann auch noch funktionieren. Wie gesagt, für 3 Euro, ja, mehr oder weniger kleiner Risikokauf. Wenn es jetzt dann nicht in Haut, ist es nicht so schlimm. Aber wie gesagt, ich denke, mit Ersatzteil sollte man das wieder hinbekommen. Ja, und ein Joy-Con ist doch cool. Ganz komisches Teil, ja. Ja, die könnte einen Chip haben, ne? Wie viel kostet die Playstation? Chef! Was, Chef? Chef! Lass mich in Ruhe! Wie viel kostet die? Sind das hier alles gebrannte Spiele oder was ist das hier? Oh, die Schlümpfe! Teletransportierschlumpf! Mein Handy runtergefallen. Chef, was kostet die hier? 30 Euro. Machst du noch was am Preis oder nichts mehr? Nichts mehr. Festpreis 30, ja? 30 Euro. Hat er überhaupt Controller dabei oder nicht? Ah, so ein Billig-Controller. Ja. Ach so. Kein Bock zum Handeln. Ich gucke natürlich zuerst bei Xbox. Nicht. Alles klar. Hast du was Schönes Neues? Alles neu. Alles neu? Vieles neu. Bei der PlayStation 4. Ja, wie viel wird der gehandelt? Der wird um die 120, 140 gehandelt, Internet. Fortnite? Ja. Ist ja, aber ist ja egal, was das gehandelt wird. Ist ja, die Frage ist ja, was du davor hast. Ja, ich will dafür nicht unter 70 haben. Okay. Diese beide hast du. Diese hast du? Oh, hier ist FIFA. Boah. Alter. Jo. Chef, ihr braucht FIFA 23. Diese 20. Train the World. Markus, moin. Was willst du denn hier für haben? 20. Ach komm. Du kostet einen 29. Ich habe gedacht, du sagst mir einen 10er oder so. Nee, 10er ist nicht schwach. Ja, nee, wenn du ihn unbedingt haben willst, einen 18er kann ich auch noch machen. Ah, nee. Ein gefragtes Spiel, die brauchen naja, es ist ein Schrottspiel. Im Prinzip ist es ein Schrottspiel, aber es ist halt so trashig, dass es ein bisschen lustig ist auch. 2,5 Kilo, 30 Stunden. 5.
Ja, wie und der Regenbogenpinsel. Lass probieren, ne? Alles schön. Was willst du für den hier? 20. 20? Machst du mir 15 für den? 5 Euro. Guck mal, die Kollegen haben auch schon so viel eingekauft. Sehr schwach. Hä? Schwach. Ja, unter 20 ist nichts. Weil der durcharbeitet? Ja. Alles klar, danke dir, ne? Komm, nimm mit, komm. Nimm mit, da war der noch. Aber hey, weil du es bist. Ist Anleitung drin? Oder muss ich gucken? Alles drin. Alles drin. Hier willst du dir nochmal angucken? Nee, alles gut. Bling, bling. Alles gut. Bis zum nächsten Mal, ne? Ja. Ciao, ciao. Ciao. So, am Ende jetzt hier auch nochmal bei einem Händler gewesen, den ihr, glaube ich, auch schon öfter mal gesehen habt. Der hat immer ziemlich viele Sachen dabei, nicht immer unbedingt neue Sachen. Man sieht ziemlich oft dasselbe bei ihm liegen. Dafür kann er nichts, wollte es nur mal so erwähnen. Auf jeden Fall habe ich da eine Sache für mich gefunden, und zwar Kirby und der Regenbogenpinsel für die Nintendo Wii U. Kirby-Spiele, wisst ihr selber, die sind immer wirklich gut. Also da, ich wüsste jetzt kein Kirby-Spiel, die Pinball-Sachen oder so, jetzt vielleicht nicht so der Ballermann, aber so die ganzen Adventure-Games, die sind schon immer sehr gut. Ihr seht es auch hier, die CD sieht einwandfrei aus, die ganzen Anleitungen bzw. Beileghefte sind hier mit dabei. Preis war anfangs erstmal nicht so gut, habt ihr ja gehört, ne, er wollte ja da unbedingt den 20 haben und ist da irgendwie so ein bisschen drauf festgefahren. Für 20 wäre mir das jetzt zu viel gewesen. Er kam dann doch noch und sagte, ach komm, nimm mit für 15, und da habe ich es natürlich genommen, ne, da musst du dann natürlich auch, wenn du was sagst, dabei bleiben. Wie gesagt, für 15 Euro fand ich das jetzt sehr, sehr gut. Schreibt mir bitte unbedingt in die Kommentare, welcher Deal für euch der coolste war. Ich kann mich heute irgendwie selber gar nicht so richtig entscheiden, ob es die N64 ist oder die Monopoly-Sache mit dem sprechenden Hut von Harry Potter. Ich bin nicht so richtig sicher. Die Deals insgesamt waren alle sehr, sehr cool. Ich glaube, da kann man absolut nicht meckern. Ihr solltet auf jeden Fall einen Daumen nach oben für dieses Video da lassen, wenn euch das gefallen hat. Das hilft mir immer sehr, das wisst ihr ja. Und meine lieben Freunde, hier unten unbedingt mal auf Abonnieren klicken, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann sehen wir uns 100% im nächsten Flohmarkt-Video wieder.